Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Online-Tutorial zum Thema Parallelschaltung von Widerständen. Im letzten Video haben wir uns mal angeschaut, wie die Reihenschaltung von Widerständen funktioniert. In diesem Video soll einmal betrachtet werden, was denn passiert, wenn wir die beiden Widerstände R1 und R2 so anschließen, dass an beiden Widerständen die gleiche Spannung anliegt, also die Spannung U0. Wenn man das macht, dann nennt man das eine Parallelschaltung. An beiden Widerständen gilt natürlich das ohmsche Gesetz, das heißt U1 durch I1 ist R1 und entsprechend R2 ist U2 geteilt durch I2. An beiden Widerständen fällt die gleiche Spannung ab. Das heißt, wir müssen nicht mal unterscheiden, ob wir hier U1 oder U2 haben, weil beide Spannungen entsprechend der Generatorspannung, also der Spannung U0. Das heißt, wir können die beiden Spannungen so, wenn wir uns das mal anschauen, dann geht man auch hier wieder hin und versucht entsprechend diese beiden Widerstände zusammenzufassen in einen Ersatzwiderstand, also einen Gesamtwiderstand, der letztendlich äquivalent, das heißt gleichbedeutend zu R1 und R2 ist für Parallelschaltung. Das heißt, der Widerstand R gesamt soll genauso reagieren wie letztendlich die Parallelschaltung der beiden Widerstände. Gut, wenn man sich anschaut, die Spannungsquelle, die liefert den Strom I und der Strom I fließt anschließend in diese Parallelschaltung. Genau wie auf dem rechten Fall auch. Das ist der Strom I, der in diese Parallelschaltung fließt und hier im Prinzip nur einmal zusammengefasst wird. Hier teilt der Strom sich auf, das heißt ein Teil von I fließt durch den Widerstand R1, ein anderer Teil fließt durch den Widerstand R2. Diese beiden Ströme haben wir als I1 und I2 bezeichnet. Wenn man sich hier rechts mal anschaut, dann gilt hierfür das ohmsche Gesetz. U0 ist gleich R gesamt mal I. Und wenn man sich anschaut, was bedeutet das I eigentlich, haben wir eben gesagt, der Strom I teilt sich auf in I1 und I2. Das heißt, die Summe der beiden Ströme ist gleich dem Gesamtstrom I. Das heißt, man kann dieses I auch ersetzen als I1 und plus I2. So, wenn man sich jetzt mal anschaut, was bedeutet I1 eigentlich? I1 ist der Strom durch den Widerstand R1, der fließt, weil eben an dieser Spannung, an diesem Widerstand R1 die Spannung U0 anliegt. Das heißt, wir können I1 ausdrücken als U0 geteilt durch R1. Genau das gleiche können wir auch für den zweiten Strom machen, an dem zweiten Widerstand. Da gilt, dass I2 gleich der Gesamtspannung, also U0, geteilt durch R2 ist. Wenn wir uns das hier oben mal einsetzen, das heißt, wir setzen für I1 U0 durch R1 ein und für I2 U0 durch R2, dann erhalten wir folgende Gleichung. U0 ist gleich R gesamt mal U0 durch R1 plus U0 durch R2. Also vorher stand hier I1 und I2. Gut, wir können das U0 kürzen und bringen R gesamt auf die andere Seite, also teilen beide Gleichungen durch R gesamt. Dann bleibt stehen 1 durch R gesamt gleich 1 durch R1 plus 1 durch R2. Das gilt generell für Parallelschaltung von Widerständen. Das heißt, der Kehrwert des Gesamtwiderstandes ist gleich dem Kehrwert von R1 plus dem Kehrwert von R2.